Soll ich den schon auskundschaften? Ja, warum nicht? Komm, ich bin neugierig. Wird ja wohl nicht so schwer sein. Schwimmen können wir. Oh, Strömungen. Okay, noch mehr Strömungen. Eingesperrter Tintenfisch. Noch mehr eingesperrter Tintenfisch. Luftblasen. Ah, verdammt. Ah, man könnte da rein als Luftblase. Nein, kann man nicht. Tut mir leid, Pingufisch. Ich war so nicht beabsichtigt. Ich wollte eigentlich nicht in so eine Blase gehen. Ich will hier so ein bisschen auskundschaften, einmal so außenrum. Okay. Oh, das ist aber blöd mit dem Fisch da. So. Oh Gott. Das muss erst da weg, damit man da weiterkommt. Da können wir mal reinschauen. Der pennt. Kann ich dich aus irgendeinem Grund gebrauchen? Hüpfen wahrscheinlich. Komm mal her. Hup. Ja. Ah nein. Uhaha. Ah, ich sehe den Schlüssel. Okay. Habe ich noch nicht gezählt, wo. Nein, 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 bleib da drüben. Ich brauche dich nochmal zum... Ach. Na gut. Dann halt eben nochmal so. So. Keine Ahnung. War das der hier? Ich habe nicht genau... Ich hätte oben zählen müssen. Ach, noch zwei rüber. Okay. Dann hier. Glaube ich. Ja. So. Die Münze kriege ich so zwar nicht, aber egal. Den wollte ich jetzt einfach mal fortschmeißen. Jetzt haben wir die grauen Schlüssel. Wo ist die Kiste? Die ist ja oft sehr einfach zu erreichen. Strömungen. Das ist wieder so der Anfang. Ah, au, au, au. Die muss doch hier irgendwo sein. Ich möchte aber nicht in einer Luftblase gefangen werden, nach Möglichkeit. Au. Da sind Strömungen irgendwo. An die Tür, da müssen wir wahrscheinlich. Aber alles, alles bläst uns da weg, okay. Wir müssen da irgendwie mittels Luftblase wahrscheinlich rankommen. Aber die zerplatzt hier nicht. Okay. Das ist ein bisschen doof. Wenn die nämlich nicht zerplatzt, bringt das uns auch gar nichts. Wenn wir halt eben da hinkommen. Die Fische können das nicht zerplatzen. Und gegen die Strömung kommen wir nicht an. Wahrscheinlich ist die Kiste nämlich dort. Na gut, dann kommen wir hier, glaube ich, noch nicht weiter. Dann ist wahrscheinlich ein anderer Level, wo wir weitermachen müssen. Erstmal muss ich mir hier ein bisschen heller machen. Es wird nämlich langsam draußen dunkel und somit auch in der Wohnung. So, das ging doch ganz schnell. Ups.
Dann ist wohl einfach erstmal ein anderer Level vorher dran. Gab es verbesserte Schwimmflossen, die uns gegen die Strömung helfen? Vielleicht. Anders kann ich mir nicht erklären, wie wir sonst da hinkommen. Aber wir haben jetzt gerade eigentlich erst ein Power-Up bekommen. Er will aber, dass wir da weitermachen. Huh. Okay. Dann ist die Tür da vielleicht doch nicht die Lösung. Okay. Na gut. Aufkommen. Ah. Da noch was rempeln? Nee, bringt auch nichts. So, komm mal her. Noch ein Stück. Hier war das, glaube ich. Ah, nein, das war um einen daneben. Ah. Dreh dich mal um. Habe ich ihn jetzt da runtergeschmissen? Nein, Gott sei Dank nicht. Hier. Einen in die falsche Richtung daneben. Ach, verdammt. Au. Dann muss es hier sein. Komm mal zurück. Yep. So. Eingesammelt war der jetzt wieder schnell, aber... Kiste, wo bist du? Da kommen wir ja nicht weiter, solange das Ding da ist. Am Boden irgendwo durch geht's auch nicht. Kann ich doch mit so einer Blase durch so ein Ding da durchschwimmen? Nee. Es bringt mir wieder absolut nichts. Kann höchstens da zerschellen lassen, aber das bringt ja auch nichts. Was können die Tintenfische denn? Könnt ihr irgendwas Besonderes? Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte wissen, ob die vielleicht irgendwas Besonderes auslösen. Nö. Die tun mir ja noch nicht einmal weh. Da passiert nichts. Ah. Blasen zerplatzen lasst ihr auch nicht. Verdammt. Ah. Sie schubsen mich aber sonst. Bringt mir das auch nicht viel. Außer zu versuchen, halt da ganz knapp am Rand entlang runterzukommen. Ah, so. Haha. Habe ich doch hinbekommen. Haha. Wo geht's denn hier hin? Hoch und hoch. Ui, und wieder ein Rollo. Ah, ja. Wahrscheinlich von oben drüber. Du bist einer, der so eine Sense hat, glaube ich. Also eine Sichel. Oh Gott, es gibt ja noch mehr Auswahl hier. Ach du je. Wo geht's denn hier noch überall hin? Noch eine Tür. Also die Kiste habe ich eigentlich schon gefunden. Da geht's zur roten, okay.
Geister dir dunkel machen. Ups. Aber die wollen uns gar nicht interessieren, weil das ist die rote Kiste. Und dafür haben wir ja nicht den Schlüssel. Nein, ich möchte nicht zerteilt werden, danke. Ne, muss noch ein Stück weiter hoch. So. Nee. Da gibt es Stacheln, an denen bin ich dann doch eher nicht interessiert. Diese Absprungschanze ist fies. Kann sein, dass er eins nebendran besser ist. Aha. So. Nächste Kiste. Und was ich da Feines drin? Ach, guck mal an. Ist das nicht eine Luftpumpe? Das ist doch eine Luftpumpe. Nee. Ach nee, das ist so ein Dynamit-Ding. Um Bomben explodieren zu lassen. Oh Gott, jetzt gehen eine ganze Menge Sachen kaputt, wo wir dieses Bombensymbol gesehen haben. Jetzt wird die Auswahl an Leveln, die wir nochmal besuchen sollen, schon wieder größer. Ach du meine Güte. Schon wieder. Wo gehen wir denn jetzt hin? Was soll ich denn zuerst machen? Die Auswahl ist so groß. Die Feuerhöhle zuerst. Okay. Die ist noch eins weiter. Ui, na komm, lauf, lauf. Und noch mal eins weiter. Ne, Quark. Quatsch. Die ist hier. Ne, ist der Krater. Hä, bin ich jetzt ganz tappig? Ne, hier steht ja der Tempel am Berg. Das funktioniert nicht. Bin ich ganz bescheuert? Ich bin bescheuert, echt. Hier ist sie. So. Aber wo war das mit den Bomben? Wo ist jetzt was freigesprengt worden? Ist eine Weile her, wo wir hier waren. Das ist der graue Schlüssel. Den kennen wir eigentlich schon. Welchen Schlüssel suchen wir hier eigentlich? Ach, den roten. Okay. Das war das mit diesem komischen Teleport. Das war aber für den grauen Schlüssel. Okay. Aber über so einen Vogel kommen wir jetzt da hoch. Aha. Uiuiui. So ein Kerl. Noch einer. So einer muss mich platt drücken. Da ist der rote Schlüssel. Gucke an. Nein, eigentlich müssen sie mich nicht platt drücken. Ich muss nur ins richtige Loch fallen. Erstmal für den Schlüssel. Dann dürfen sie mich gerne platt drücken für die Münze. Hier? Au. Jetzt haben sie mich doch erwischt. Na gut. Dann gehen wir halt mal kurz die Münze abholen. Geh mal weg. So.
Das ist, oh Gott, ziemlich weit da drüben. Damit kriege ich die nicht betäubt, gell? Nee. Das war eins zu früh. Das war eins zu spät. Ach, verdammt. Die Dinger sehen so gleich aus. Das ist schwer zu sagen. Schon wieder einer zu früh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha. Jetzt passt's. Ich glaube, wir kommen aber trotzdem nach rechts dann noch weiter, wenn uns so einer Blatt drückt. Wo ist er denn? Mach mal. So. Hui, nehme ich hier. Davon müssen wir vollgefressen werden. Okay. Ah, ich hätte da weitergehen sollen. Ich bin doof. Ich hatte für einen Moment im Kopf, dass das abgesperrt ist. Ja. Ich brauche nochmal so einen Kollegen zum Blatt drücken. So. Dankeschön. Was soll der eigentlich sein? Frage ich mich. So. Also müssen wir wohl in dem Zustand hier rüber. Wir müssten hier irgendwas finden, was uns wieder groß macht. Oder auch nicht. In dem Zustand komme ich ja nicht wieder rüber. In dem Zustand kann ich ja nicht über die drüber hüpfen und... Naja, gut. Aber wir haben den Schlüssel, immerhin. Da ist wohl noch eh schon was anderes. War nicht der rote Schlüssel, scheinbar. Ohne den Koch kommen wir da nicht weiter. Außer das spawnt nur zu einer bestimmten Tageszeit. Das wäre äußerst ungünstig. Ah, verdammt. Bin abgedotzt. Kann aber auch sein, dass das nochmal irgendwo so eine Hüpfe über die Vögelstelle ist. Oder... Nee, also hier waren wir, glaube ich, schon mal. Diesen ganzen Blöcken hier. Eine Röhre. Oh, Mr. Professor macht uns unsichtbar. Dafür müssen wir brennen. Da kommen wir so an. Ah, verdammt. Ich wollte eigentlich nicht da reinrutschen. Aha. Da ist der grüne Schlüssel, der bringt uns aber nichts. Nee. Der Professor ist dazu da, dass wir da an den grünen Schlüssel kommen. Okay. Wie kann ich mich da für da oben in Brand stecken? Wie kann ich mich für da oben in Brand stecken? Wenn das Feuer hier ist. Ah, ich muss so da hoch. Hüpfen. Logisch. So. Ah, verdammt. Ich bin da runtergerutscht. Hält das gerade mega lange? Könnte das sein? Könnte das sein, dass das gerade extra lange hält?
Ach, kann natürlich sein, dass das beabsichtigt war gerade. Oh, ein heißer Hintern. Feuerfische. Hui. Nein. Und ein Eisbär. Ach, verdammt. Ist ihm das hier nicht ein bisschen zu heiß? Tschüssi. Oh, da müsste ich unsichtbar kommen. Ah, okay. Ich bin aber eher der Meinung, dass das immer noch mehr mit dem grünen Schlüssel zu tun hat, als mit dem anderen. Ey, Professor, schmeiß mal rüber. Okay, so. Ach Gott, der hat mich doch erwischt. Weil ich mich selber nicht sehe. Nein, lass mich durch. So. Also jetzt komme ich unsichtbar da runter, aber... Was bringt mir das? Aha, okay. Au, 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 au. Ich habe die Kiste da hinten schon gesehen, aber ich konnte die Farbe gerade nicht erkennen. Ich habe nur den Rahmen gesehen, der immer so um diese Kisten ist. Grüne, ja, sag ich doch. Nee, also eigentlich sollte man sie in der richtigen Reihenfolge machen. Ist erst die rote dran. Aber es ist gut, dass wir schon mal wissen, wo die grüne ist. Können wir die gleich hinterher machen. Oder machen wir... Ach komm. Ich muss da unten hin, ohne meine Unsichtbarkeit zu verlieren. Wo schmeißt denn du das Zeug hin? Gib mal her. Ich bin hier. Danke. Oh, so hoch wollte ich eigentlich gar nicht zurück. Ach, verdammt, weil ich mich nicht sehe. Ich wollte eigentlich da hoch auf die Plattform. Da machen wir halt schnell mal die... Nee, so lande ich aus Versehen wieder da oben. Aber da will ich ja nicht hin. Danke. Ah, so kann ich zumindest sehen, wo ich gerade bin. Ha. Wenn ich was in der Hand habe, kann ich ja sehen, wo ich gerade bin. Das ist praktisch. Okay, jetzt ist es aber zu eng, um noch was mitzunehmen. Gut, dann überspringen wir halt gerade mal die rote. Nein, Teddy. Also. Ach, verdammt. Der ist mir wieder nicht geglückt. So, einmal zu Ende brennen. So, aber jetzt. Da haben wir halt gerade kurz die rote übersprungen. Die holen wir jetzt gleich noch nach. Ist das ein Luftballon oder so? Es bringt aber noch nichts. Okay. Auf, komm her. Opa, hilf mir wieder hier hoch. Dann holen wir wieder den roten Schlüssel.
Jetzt haben wir auch eine andere Tageszeit. Fall doch da durch. Ach, verdammt. Nein. Ah. Geht mal weg. Jetzt haben wir auch eine andere Tageszeit. Vielleicht gibt es ja jetzt da drüben auch so einen kleinen Koch mit Donuts. Der ja eben gefehlt hat, ne? Ach. Das war zu vorsichtig gelaufen. Da fällt man ja durch. Geh mal kurz beiseite, weil ich glaube, es war das hier. Nein, es war zu früh. 1, 2, 3, 4. Nein! 5, 6, 7. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das war die Nummer sieben. Ah. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich war richtig. Warum bin ich einen weitergelaufen? Ich tipp. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So. Jetzt aber. Aber wie kann ich da drüben aus dem Plattstatus wieder normal werden? Es tropft nichts von der Wand. Die können mich ja auch nicht erlösen. Aber ich muss platt sein, sonst komme ich ja da nicht rüber. Sonst komme ich ja nicht hier über diese Lücke. Moment. Ich kann ja da einfach wieder rausschwimmen, ich Depp. So. Da ist doch auch die rote Kiste. Haben wir sie gerade gesucht. Oh, was ist denn da oben Stachliges? Komm mal her, du. Du musst da hoch. Weil hier... Schaffe ich das auch ohne Freund? Nein. Schlecht. Nimmst du deine Stacheln bitte wieder runter? So, dankeschön. Sonst kann ich da nicht hochhüpfen. Danke. Das war so ein Ding. Da ist er. Dankeschön. Da war er, der kleine Koch. Und doing. Gut, das reicht auch schon. Kiste. Sehr schön. Ist das ein Sofa? Oder so ein Sessel. Das sieht aus wie so ein Sofa oder so ein Sessel. Okay. Bewirkt das irgendwas? Nope. Okay, aber dann haben wir jetzt zwei Stück in dieser Höhle eingesammelt. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon die blaue sammeln sollen. Es sind auch so viele andere Wege freigeschaltet worden. In den Sumpf sollen wir nochmal gehen. Okay. Dann checken wir mal jetzt da, wo wir... Ja, bei dem Sumpf, da vorher diese Bombensymbole waren. Wo wir das weggesprengt haben. Also doch die ganze Zeit keine Fähigkeit. Sondern einfach sowas anderes. Das den Weg frei macht. Das war ganz am anderen Ende. So. Auf der anderen Seite. Oink.
Ach, daneben. Na gut. Da, hier lang. Wie lang war das gewesen, gell? So. So, jetzt sind da überall Löcher drin. Und da oben ist der Schlüssel. Da müssen wir irgendwie fliegen können. Ah ja, ich sehe sie schon. Da bringt mir das noch nichts. Hier lang. So. Dann kommen wir jetzt schon mal an den Schlüssel. Die Kiste war, glaube ich, auch nicht mehr so weit von hier. War die nicht einfach nur einmal den Gang runter? Ja, oder? Nee, war sie nicht. Dann wird sie irgendeine der Dinger da hoch sein. Ah, wahrscheinlich. Verzieh dich. Irgendeine der Lücken nach oben wird sie sein. Wie ich das Spiel kann, wahrscheinlich hier die letzte. Au, okay, das war zu früh. Das war zu früh. Das war etwas zu früh abgebogen. Jetzt. Da ist sie ja schon. Geh schnell. Das sieht noch mal aus wie so ein Wirbelwind, wo wir schon mal hatten. Ja, die Münzen waren jetzt nicht so wichtig. Wirbelsturm im Sack. Okay. Der weht da irgendwas weg. Hinten im Wald. Okay. Interesting. Dann checken wir jetzt den Wald aus. Der war noch weiter vorne.